gar nicht gut. Nein, gar nicht gut. Das mal genauer an. Super. Wieso sollte ich auch nicht am unheimlichsten Ort der Welt landen?
Wow. Schon besser. Da wollte aber jemand unbedingt reinschauen.
Oh, Scheiße. Krass. Was war denn hier los? Die kranken Schweine haben wohl gern zugesehen. Würde hier keine Presse wollen in diesem Paradies. Wow, wow, wow.
Mit dem Zeug füttert er sie? Oh shit. Fuck! Verfluchte Finger! Meine Finger! Das wird ja hier immer besser.
Scheiße, ist das krank. Wirklich krank. Okay, sehen wir mal. Was für ein reizender Psychobau. Was haben wir denn hier? Komm schon! Komm schon! Was für ein Freak.
Vielleicht kann ich so ja die Wölfe besänftigen. Kleiner? Gefällt dir das? Ja? Streicheleinheit mag doch jeder was. Ja. Junge, ja. Ah, das geheime Zigarrenversteck.
zu. Okay. Unfassbar, dass Josh tot ist. Unfassbar, wie er starb. Nein, ich meine, was, wenn sie sich irren? Was? Vielleicht hätten wir im Schuppen nachsehen sollen, ob es so war. Ja, keine Ahnung. Es gibt Dinge, die man nicht mehr vergessen kann, wenn man sie einmal gesehen hat. Ja, stimmt. Aber manche Dinge muss man selbst sehen. Ich glaube, was sie sagen. Da! Eine Axt. Mir geht's besser mit einer Axt. Was jetzt? Hier ist zu, Matt! Brech die Tür auf, oder? Wow, warte kurz. Wenn wir das Ding aufbrechen, wird er uns hören. Irgendeinen besseren Vorschlag? Keine Ahnung. Vielleicht... Da! Was? Ein Fenster. Ganz toll, Matt. Da passt gerade mal mein Lippenstift durch diesen Schlitz. Nein, komm schon. Du passt niemals da durch, du Schrank. Pass nicht durch, aber du! Bist du irre? Ich zwäng mich doch nicht durch das winzige Loch! Du zwängst dich auch in noch engere Jeans, Em. Wie bitte? Ist dein Talent! Vergiss es, Dummi! Das fällt aus! Außerdem hockt dieser Irre bestimmt direkt dort unter dem Fenster und macht uns dann zu Pina Coladas! Okay, schön. Auf geht's! Ich werde hacken und werde... Los, mach jetzt! Geht hier vor. Das muss der Kerl sein. Derselbe wie ihr, wie bei Chris und Ash und Josh. Du weißt, dass das der einzige Rückweg ist. Sag das nicht. Da, die Seilbahn ist ein ganzes Stück draußen. Das, ich meine, das ist nicht weit, oder? Kannst du springen? Ich bin gut, Em. Aber nicht so gut. Trotzdem danke. Tja, Matt, wenn du nicht springen kannst, was sollen wir tun? Ich weiß nicht. Gott, alles ist total demoliert. Ich glaube, da wusste einer genau, was er tut. Jemand hat hier alles auseinandergenommen. So ein Chaos. Das Ding war ja schon vorher eine Bruchbude. Und jetzt? Irgendetwas müssen wir doch tun können. Ey, da! Feuerwachtturm! Hey, du Held! Vielleicht sollten wir die Seilbahn in Gang bringen und etwas unternehmen, ha? Huh? Freunde.
freundlich. Ach, so grottig. Keine Schlüssel, keine Seilbahn. Also, zurück auf Anfang. Was ist mit dem Feuerwachturm auf der Karte vorhin? Tja, wir könnten es versuchen. Vielleicht gibt's dort ein Funkgerät oder sowas. Ich meine bestimmt, oder? Wahrscheinlich, ja. Matt, wir müssen zu diesem Funkgerät! Nutzen das Funkgerät und rufen Hilfe. Irgendwer empfängt sicher das Signal. Oh, wow! Jemand hält sich endlich mal an die Regeln. Was? Welche Regel? Regel 1, Emily hat immer recht. Regel 2, alles andere ist egal, denn Emily hat immer recht. Aha. Mr. Blödbirne! Was haben wir hier Schönes? Du kommst mit mir, Baby. Und wie von Zauberhand. Komm runter, auf diesem Weg kommen wir hier raus. Alles klar? Ja, danke. Weißt du, geh doch vor und beschütz mich. Okay. Okay. Vorsichtig. Okay. Na gut. Oh okay. Mein Gott. Gleich da. Gleich da. Meine Knie sind ganz weich. Guck nicht runter. Wow. Okay. Okay. Heiliger Strohsack, zum Glück ist das vorbei. Ja, aber echt. Was? Das Funkgerät. Das wird es. Aber okay, falls nicht, brauchen wir einen Plan. Vielleicht können wir ja runterklettern. Wo runterklettern? Den Berg. Ist das dein Ernst? Wo ist das Problem? Wir sind ja nicht in einem Flugzeug. Ist fast dasselbe. Es ist stockdunkel. Hey, vielleicht müssen wir ja gar nicht. Glaubst du, der Psychopath gibt einfach auf und haut ab? Nein, aber... Suchen wir uns doch ein Versteck. Oder? Warten ab. Und bis morgen früh finden wir bestimmt eine Lösung. Wir verstecken uns nicht in der Lodge. Das erwartet er nämlich von uns. Thank you.
auf, wohin du trittst, Em. Ja, Matt, wenn ich die Wahl habe, verbringe ich den Abend lieber nicht damit, von einer verschneiten Klippe zu stürzen. Leute? Was treibt ihr da draußen? Wollt ihr spannen? Okay. Nochmal meine Klamotten? Wirklich? Wer auch immer das war, bekommt von mir kein Weihnachtsgeschenk. Wirklich nicht cool, Leute. Überhaupt nicht cool. Chris? Josh? Was zum Henker? Handtuch rumläuft. Aber können wir die Sache jetzt bitte beenden, okay? Reicht es euch? Kann ich meine Klamotten jetzt zurückhaben oder soll ich das ganze Wochenende im Handtuch rumlaufen? Im Handtuch also. Hier. Okay, wenn ihr mir Angst einjagen wollt, ratet mal, ihr habt gewonnen. Wo seid ihr bloß?
Leute, kommt schon, ich will nicht mehr. Jetzt hört gefälligst damit auf und redet mit mir. Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Ich glaube, deine Suche wird nicht sehr erfolgreich sein, Samantha. Du wirst nur das sehen, was ich dir zeigen will. Und ich habe dir eine Menge zu zeigen. Was ist denn hier los? Öffne die Augen. Oh mein Gott! Eine wahre Augenweide, nicht wahr? Was treibt ihr da draußen? Eine hübsche Bademess. Glaubst du, sie weiß, was ihr bevorsteht? Glaubst du, das waren die letzten schönen Momente im Leben dieser Kreatur? Warum zeigst du mir das hier? Warum siehst du hin? Josh! Wie fühlst du dich dabei? Oh mein Gott, was hast du getan? Ich gebe dir noch 10 Sekunden. 9. Nein, 8, nein, 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 nein! 7. Bitte, nein! Sam! Nein. Sam! Nein! Shit, 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 shit! Versteckst du dich? Sam! Warum das Unvermeidbare aufschieben? Das war aufregend, nicht wahr? Sehr gut! Dein Spiel läuft anscheinend wirklich gut. Ja, all der Fortschritt beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst. Und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Deine überwältigende Angst vor Dingen, die tot sind. Du hast sie gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. War es das denn wert? Was?
Aufhören, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Redest du schon? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Du bist ein Psychopath. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Hallo? Leute? Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Hey, da! Feuerwachturm. Matt, was ist das?